Eine Schlange. Das ist doch so eine, wie heißt So, sie auch wie gleich geht's hier? weiter? Schlängelzahn. Dann müsste ich. Wie heißen die Dinger? Schockkugel, Löschwasserbeutel, Säurekanister, Schallhaube, Metallbissbeutel. Darüber ist der Erdmahlzahn. Die brauchen wir. Die kann man immer gebrauchen. Für irgendwas zum Upgraden brauchte ich die auch noch. Einen schönen Eröffnungsschuss machen. Jetzt, wo sie noch so schön stillhält hier. Ups! Und das erste weg. Die sind immer nicht ganz so leicht zu treffen. Oh, halt mal still, mein Freund. Ja, ganz ruhig bleiben. Wait. Wir hängen ja fest. Sowas mögen wir gar nicht. Ich glaube, das war ein Treffer. Ja, aber nicht ganz sicher. Du bist auf jeden Fall empfindlich gegen Eis. Finden wir gut. Oh, das hat geklappt. Ja. Den ist damit auch draußen. Und da ist noch einer. Jawohl, haben wir also alle. Boah, der hat aber gesessen. Und tschüss. Boah, wie schön die schimmert. Voll hübsch. Guten Lack hast du drauf. Ja? So, die Zähnchen. Also diese Dinger hier. Ja, es sind Zahn, ne? Erdmalzahn. Heißt das Ding. Aber ich habe drei abgeschossen. Wo ist der dritte jetzt schon wieder hin? Ich sag euch, die Dinger sucht man immer, wenn man die haben möchte. Die sucht man immer. Wo ist der letzte, du blödes Scheißvieh? Da hinten. Haben gefunden. Entschuldigung. Gute Frage, aber das Wasser, Alter, ich geh so fest. Sieht das denn geil aus, ne? Ein Topf. Mumm. Mit eingeritzten Anweisungen. Aber sie sind unvollständig. Und eine Nachricht. Die Blechbrandbrüder. Die Anführer dieser Crew. Muss wachsam bleiben. Vielleicht finde ich heraus, was mit dem Rest passiert ist. Jetzt sind wir hier ganz oben in der Ecke. Okay, also hier kann man. Hier kann man Schlange platt machen. Das ist schon mal geil. Gut zu wissen. Ja, gut, gegen die Eliten-Schlangen sieht die Sache manchmal schon ein bisschen anders aus.
Mal gesehen, als sie mich einmal erwischt hat, sie hätte mich fast umgebracht mit einem Schlag. Und bei den Elite kann das schon mal passieren. Da muss man echt aufpassen. Ein Vorrat für die Jagd. Kann das schon mal passieren, dass sie einen echt One-Hit wegmachen. Da muss man echt drauf Acht geben. Kann ich sicher brauchen. Ist da drüben noch was? Ein bisschen so eine Art Ruine, ne? Wir schauen da noch mal kurz hin. Wir haben doch Zeit. Wir wollen doch hier durch dieses Let's Play nicht durchrasen. Schweinchen. Aber hier ist sonst nichts, wie ich sehe. Nö. Schade. Ist die Frage. Dieses Ding. Also, das sah eigentlich in dem Teil so aus. Wo war denn das eigentlich? War es hier drin? Hier, oder? Sah so aus, als ob die den automatisch dann wieder aufmacht. Weil er ist ja sofort wieder offen danach. Aber ich habe das vorhin ausprobiert und ich glaube, man muss ihn selbstständig wieder aufmachen. Ich glaube, man muss ihn selbstständig wieder aufmachen, damit das richtig funktioniert. Aber hä, wozu dann die Fähigkeit? Hätte ich das vorher nicht aufmachen können? Habe ich noch nicht ganz verstanden. Die Sümpfe. Mein Gott. Ich liebe den Ausblick in dieses Spiel. Könnt hier manchmal einfach nur stundenlang rumlaufen, ne? Und Orte entdecken wie diesen hier. So schön. So cool gemacht. Kommen wir langsam in tieferes Wasser hier. Ja, schwimmen wollt ihr jetzt nicht. Hier geht wieder ein Weg hoch, oder? Ach, hier gehen wir wieder hoch. Ach Gott, damit. Ganz Zeit in die falsche Richtung gelaufen. So, da wollen wir runter. Ich will dieses Lagerfeuer noch mitnehmen. Da. Was ist das hier eigentlich so laut? Das müssten Lanzenhörner sein, habe ich vorhin gesehen, ne? Erstmal das Lagerfeuer holen. Dann könnten wir da auch außen einmal rumgehen. Wegen ein bisschen erkunden. Vielleicht kommen wir auch hier oben. Irgendwo ist hier das Hollywood-Zeichen gewesen. War doch hier, oder? Hier auf dem Berg. Auf jeden Fall auch noch mal hingehen. Ein bisschen Sightseeing machen. Na Mensch. Was gibt's hier Feines? Ach. Der komischen Gräber. Gute Nacht. Ja, dein Freund ist kaputt. Und du auch. Die Gegner kommen wir nun mittlerweile easy an. So, immer schön wieder aufstocken. Dann kann nämlich die Ausdauer ja voll laufen. Und wir haben schon drei Pfeile aufgenockt. Kleiner Trick. Naja, ist jetzt nicht ein Mega-Trick, aber kann durchaus helfen bei langen Kämpfen. Oh, ist denn das ganz normale? Ja, das sind ganz normale Lanzenhörner. Ist da eine Hörnertreppe? Ja.
Ja. Kann man gut abschießen, die Dinger. Hey, wo ist denn? Das war großzügig. Aber was ist denn hier? Sonst ist ja alles voll. Na, hör mal. So nicht. Mal ein bisschen hier. Bisschen hier wie ein Schlechter über die Map rennen. Alles hier runtergerollt. Ja, der Vorteil ist natürlich, dass ich hier schon echt gute Sachen habe, den Bogen auch gleich upgraden konnte und so. Das kann nicht jeder. Aber ich war halt im Hauptspiel auch schon mega fleißig. Muss ich zugeben. Sehr viel Zeit hier schon reingesteckt. Weit über 100 Stunden. Einfach weil ich Bock hatte. Es hat halt auch echt Spaß gemacht. Und habe auch genug Teile schon so gesammelt. Weswegen das Upgraden dann halt auch nicht mehr schwer ist. Ne? Dann braucht man vielleicht mal noch was Einzelnes und so. Und man kommt halt schnell voran. Wird nicht jeden so gehen. Aber wenn ihr mal wollt, dass ich vielleicht mal so für die schwierigsten Teile, so Schreckflügel, Zähne und sowas, coole Farmspots oder so macht für das Spiel, schreibt es in die Kommentare. Dann mache ich mal ein kleines Video für die wichtigsten und schwersten Teile. Bebenzahn. Die also jetzt eine Schlange, wisst ihr jetzt schon, wo sie ist? Haben wir gerade gesehen. Gibt aber auch noch eine in der Wüste und die Schreckvögel, dann ganz schwer auch zu finden, die ganz schwer auch zu finden, die großen Vögel, wie heißen da vielleicht? Sturmvögel. Auch gar nicht so einfach zu finden, die Dinger. Oh, hier geht's noch hoch. Was ist da oben? Da gibt es, glaube ich, nur ein oder zwei Spots, wo die zu finden sind. Und ich habe lange gesucht nach den Teilen dafür, ne? Kommt man aber, glaube ich, sogar ohne Vogel, wenn man ein bisschen kletterbegabt ist, so. Und damit meine ich wirklich begabt. Was haben wir hier? Dieser Sender, auf ihm befinden sich beschädigte Daten. Und er ist mit einer Flugbahn verlinkt? Vielleicht kann mein Fokus die Daten reparieren, wenn ich der Spur folge. Ich muss einfach mal in den Quest näher aufsteigen. Oh Gott. Okay. Erstes Expeditionsprotokoll. Schriftrolle. Eine lange Pergamentrolle mit Glyphen in krakeliger Handschrift. Als Kommandantin Ateka meine Truppen auf eine Kundschaftermission zu den brennenden Küsten schickte, hatte ich meine Zweifel. War dies ein getarntes Todesurteil, Exil? Fragezeichen. Verscharf spürte meine Beunruhigung, nahm mich zur Seite und erzählte mir die Wahrheit. Das ist von Tenak, die Schriftrolle. Also für die, die es nicht wissen, Verscharf war jemand, den wir im Hauptspiel getroffen haben. Relativ früh sogar. Die Mission stammte von Häuptling Hikaru selbst. Der Häuptling möchte einen detaillierten Bericht über die Region und ob sie sich eignet, um die Clanlande zu erweitern. Als eine von nur zwei Mitgliedern des Stammes, die in der Lage sind, so etwas zu erfassen, war ich prädestiniert dafür, diese Mission zu leiten. Wir erreichen die brennenden Küsten. Nach einer langen und beschwerlichen Reise Richtung Süden, der Archipel erinnerte mich sofort an die Insel der Türme. Zerfallene Ruinen, die in den Himmel reichen, während bröckelnde Bauwerke aus dem Boden ragen. Doch da endet die Ähnlichkeit auch schon. Insel der Türme war San Francisco als
Information. Maschinen streifen durch die zerklüftete Umgebung. Die Luft ist dick und rauchgeschwängert. Okay. Und unsere Späher berichten von Flüssen aus Feuer jenseits von unserem Lager. Seltsamerweise gibt es keine Anzeichen für andere Stämme. Wir könnten womöglich die Ersten sein, die diese wilden Lande betreten. Falls jemand bereits vor uns hier war, hat er sicherlich nicht überlebt. Auch wenn dieser Ort eine seltsame Anmutung Schönheit aufweist, wird es unmöglich sein, die Ruinen mit weniger als einer riesigen Streitmacht gegen die Maschinen zu befestigen. So viel würde der Häuptling nicht entbehren, wenn man den Gerüchten eines abtrünnigen Marschalls glaubt, der in der Wüste eine Armee rekrutiert. Hier gibt es für uns eindeutig nichts zu holen. Ermogen werde ich den Befehl zum Aufbruch und zur Rückkehr ins Tiefland geben. Sollen doch die Maschinen diesen verlassenen Ort haben. Ritaka. Okay, wir könnten das Ding machen. Quest. Ist das jetzt aktuell in Ihren Augen? Stufe 44. Ne, das ist Hauptquest, ne? Wo finde ich denn das? Beuteverträge? Ja. Die Arena? Rebellenjäger? Ja, was? Reliktruin? Nein, nein. Ja, die habe ich nicht so gemacht, gebe ich zu. Kein Bock gehabt. Hä? Oh, wo ist das hier? Luftaufnahme Norden? Luftaufnahme Nordwesten? Ist es das? Ich hätte es gleich im Quest-Logbuch aufmachen sollen. Oh, was ist denn hier? Ah, hier ist eine Luftaufnahme. Ah, die ist ja nicht so weit weg. Das müsste die doch sein, oder? Hier runter? Auf geht's. Wo ist das? Hier? Hä, wo ist das? Ach, da oben? Na tolle Scheiße. Na toll. Ich dachte die ganze Zeit lang, es wäre hier weiter unten. Aber Luftaufnahme sagt es ja schon fast. Was ist so los mit mir? Naja, dann müssen wir halt jetzt nochmal eine Runde klettern. Nützt ja nichts. Die Aloy ist zum Glück ziemlich Vorsichtig, geübt. nicht die Hände einfärben. Ja, ist auch nicht so schlimm. Bisschen Farbe an den Händen hat noch niemanden geschadet. Alter, Die, hä? von dort kann ich die Flugbahn des Senders empfangen. Muss er jetzt durchfliegen oder was ist der Plan? Ja, Bewegung. In irgendeine Richtung Bewegung? Okay. Dann halt so. Ich müsste am besten von noch weiter oben abspringen, um das hinzukriegen. Oder? Warte mal, könnte ich das scannen? Das schaffe ich doch von hier aus nicht. Da muss ich von da oben am besten losfliegen. Ja. Hängt doch nicht überall fest hier. Okay, so. Das sollte aber gehen, oder? Hä? Aber das ist so. Naja, sieht irgendwie dieser Wind, der da angezeigt wird. Ich probiere es einfach. Oder muss ich mit dem Vogel durchfliegen? Wenn das jetzt nicht klappt, ne? Dann fliege ich mit dem Piepmatz durch. Ich nehme den Piepmatz. So, ein Haufen Ärger. So. Nein! Verdammt nochmal, das war die falsche. Ich dachte, ich habe den nur ausgerüstet. Hätte ich aber auch mal benutzen können, einfach so just for fun.
ist ja Vogel. Ja. Boah. Man erschreckt trotzdem regelrecht, obwohl man ihn gerufen hat. Ja, ja. Ah, da hängt ja überall fest. Okay. Erstmal nach oben. Wollen wir nochmal eine Runde Anlauf? Und ob das jetzt was bringt? Okay, ich glaube, mein Fokus repariert die Senderdaten. Oh, ich verliere das Signal. Ah, ich soll dem Ding folgen. Ich verstehe. Ich dachte kurz, da unten wäre jemand. Okay, dann folgen wir dem mal. Rein schreit er zu unserer Rechten. Daten werden noch repariert, aber es gibt ein Audioprotokoll. Lillian Barnett, Aufklärungstrupp 21 West. Wir haben das Flüchtlingszentrum bei Capitol Records passiert. Wenn man kampfbereit war, war es natürlich mehr eine Einberufungsstelle. Familien wurden auseinandergerissen. Spielt keine Rolle mehr. Das Gebäude ist jetzt eine Ruine, vom Schwarm vernichtet. Nicht als würde das USRC das jemals öffentlich machen. Oh, hallo. Ja, ich bin leider gerade durchaus beschäftigt. Okay, das führt uns aber trotzdem noch mal zu so ein paar Sachen, die wir uns noch mal anschauen werden. Ah, Hilfe. Hasch hat immer gesagt, er würde in den Studios einen Riesenhit aufnehmen. Der Posten als Holocam Operator bei LAHV2 wäre nur ein momentaner Halt auf seinem Weg zum Rockstar. Er hätte seine letzten Tage mit der Gitarre verbringen sollen. Nicht bei der Operation Enduring Bullshit. Enduring Bullshit. Okay, da führt es uns hin. Oh Gott, ich hätte da drin halten sollen. Okay, was dort? Das Signal wird schwächer. Ich muss zurück zur U-Bahn. Ja, mache ich auch gleich. Nachdem ich den blöden Vogel hier gerupft habe. Noch einer Fragen hier? Noch jemand hier? Ist da noch jemand? Da sind noch einige. Das ist unsere. Hä? Was sind die Viecher? Mit ihm hier los? Okay. Den Kamm ab, Mann. So. Die Flugbahn verloren. Ich muss es von Anfang an neu versuchen. Leck mich, nein. Ich muss es von Anfang an neu versuchen. Ich stehe direkt darunter, Mann. Die haben halt genervt. Was hätte ich jetzt tun sollen? Ey, das kann doch nicht dein Ernst sein jetzt, oder? Ugh.
woanders hin. Na, dann machen wir es eben nochmal und diesmal eben ohne Kämpfen. Weil ein bisschen blöd ist, die haben halt genervt, was soll ich machen, ne? Sie einfach ignorieren? Was ist das da? Was ist das da? Bin ich doch neugierig. Was wird mir da angezeigt? Das ist schon wieder so ein Ding. Ah, der kann so einen Kraftbehälter aufnehmen. Ach komm. Und jetzt kann ich jetzt fallen lassen oder was? Und dann geht er auf. Und jetzt ist alles offen. Ist er jetzt offen? Mann, glotz nicht so blöd, ey. War das Käppi weggeschossen. Ja. Jetzt kann ich sie aufmachen. Interessant. So geht das also mit den Dingern. Verstehe, verstehe, verstehe. Voll interessant. Okay. Durch Zufall rausgefunden. Und jetzt müssen wir hier hoch. Na ja, fast. Jetzt aber noch mal ohne Störung. Ich bin wirklich vielleicht einen Meter zu weit gegangen oder so, ne? Das ist so ärgerlich. Naja, gut, hat auf jeden Fall das. Der Flug hat auf jeden Fall eine gewisse Melancholie. Auch schön ist. Aufklärungsdruck 21 West. Wir haben das Flüchtlingszentrum bei Capital Records passiert. Wenn man kampfbereit war, war es natürlich mehr eine Einberufungsstelle. Familien wurden auseinandergerissen. Es spielt keine Rolle mehr. Das Gebäude ist jetzt eine Ruine, vom Schwarm vernichtet. Nicht als würde das USRC das jemals öffentlich machen. Jetzt zieh ich die ganze Scheiße in der Nähe. Und so weit kommen die nicht mit, aber. Pascha hat immer gesagt, er würde in den Studios einen riesen Hit aufnehmen. Der Posten als Holocam Operator bei LAHV2 wäre nur ein momentaner Halt auf seinem Weg zum Rockstar. Er hätte seine letzten Tage mit der Gitarre verbringen sollen. Nicht bei der Animation Enduring Bullshit. Aber diesmal L3 drücken. R3. Überall wird es so sein wie hier. Es ist unvermeidlich. Krass. Wie viele würden für eine sinnlose Sache kämpfen, wenn sie die Wahrheit wüssten? Die letzten Monate müssen schrecklich gewesen sein. Krass, ne? So sah's dann aus. Luftaufnahme Norden abgeschlossen. So, bei der Gelegenheit uns hier gleich mal ein bisschen umschauen. Ja, leck mich.
Okay, hier ist einfach nur ein kleines Lager. Ist das ein Quellenlager oder was ist das? Oh, hier ist noch was. Alles wird gut. Oh Mann. Textnachricht von Melissa Garcia. Datenbeschädigung partiell. Von Melissa Garcia an Oscar Garcia Maria Garcia. Betreff: Alles wird gut. Mom, Dad, der Hauptmann hier hat gesagt, dass das Militär euch diese Nachricht übermitteln könnte. Dann werdet ihr wahrscheinlich schon in einem Unterschlupf in den Rookies sein. Nachdem wir beim Evakuierungskontrollpunkt getrennt wurden, habe ich nach euch gesucht. Aber ich habe nur eine Familie nach der anderen gesehen. Nicht viel anders als unsere. Eltern, die versucht haben, ihre weinenden Kinder zu beruhigen. Ihre versauten Kinder. Entschuldigung. Ein ja, guter Verleser. Ein Junge hat seinen kleinen Hund fest umarmt und ihm zugeflüstert, dass er ihn nicht zurücklassen würde. Ja, würde ich auch nicht. Ganz egal, was die Erwachsenen sagen. Ich würde meinen Hund auch nie zurücklassen. Ihr habt mir beigebracht, dass wir nur tun, was wir können, wenn wir es können. Und genau das tue ich. Wenn Enduring Victory unsere einzige Hoffnung auf Überleben ist, dann Daten beschädigt. Ich liebe euch beide so sehr. Alles wird gut. Melly. Ach ja. Traurige Sachen. Diese ganzen Geschichten, die man immer so liest. Fand ich in Zero Dawn auch ganz toll, wo jemand... Also da hat man so diese Punkte abgesucht, diese Aussichtspunkte, und im Endeffekt war das eine Geschichte von jemandem, der die letzte Mal nochmal reisen wollte und die Welt nochmal, die Schönheit der Welt nochmal sehen wollte, bevor sie zu Ende geht. Und hat da dabei berichtet, was er unterwegs gefunden und gesehen hat, und hat das aufgenommen. Eigentlich super schön, ne? Super schön gemacht, gefällt mir immer ganz gut. So, hier ist auch nochmal so ein Ding, oder? Luftaufnahme Nordwesten. Ach komm, kann ich die Kier-Quest aktivieren? Zack. Wenn wir jetzt einmal so unterwegs sind. Na, hier oben gibt es auch noch super viel zu erforschen. Aber vielleicht gehe ich dann sogar erstmal wieder an der Hauptstory weiter. Das mal immer so ein bisschen im Wechsel, wo also ein bisschen Nebengeschichte, also ein bisschen Nebensachen macht, erkundet und so. Und dann mal wieder ein bisschen Hauptstory weiter. Ich weiß ja auch nicht, wie lange das dann geht hier und wie viel Zeit wir da jetzt noch haben. Aber wenn ich spüre, dass es zum Ende geht, erkunde ich vielleicht noch mal ein bisschen. Mal schauen. So, hier soll es losgehen. Muss ich dazu hier runter, oder? Ja, aber da konnte ich ja nicht. Das habe ich vorhin schon mal gesehen, ne? Aber das Ding ist, kann ich das vom Vogel aus? Nee, ich muss zuerst näher ran. Hä, wie näher ran? Willst du das Ding knutschen oder was? Wie näher ran? Was? Näher ran. Also von hier unten ging ja nicht. Hä, aber wie mache ich das denn vom Vogel aus? Geht das? Oder denn? Das geht gar nicht. Ja, Metallklammer aus. Ach so. Hä, das geht? Ja, alles klar. Das habe ich nicht gewusst. Hä? Krass, okay. Mal alles rausfindet. Eine weitere beschädigte Aufnahme auf diesem Sender. Wenn ich der Flugbahn folge, sollte sie repariert werden. Na dann das Ganze nochmal. Wo ist unser Mofa? Da oben. Wenn ich die Daten des Senders reparieren will, muss ich das aus der Luft tun. Ich brauche eine Flugmaschine.
Ja, du sitzt auf einer Flugmaschine. Aloy. Hier ist ja plötzlich so viel los. Das war vor beim ersten Mal noch nicht, oder? Ich komme zu weit von der Flugbahn ab. Sehr gut. Ja, das ganze Viehzeug nur spawnen lassen wir ja nicht, wenn ich dieses Quest hier starte, oder? Heute wären wir fast draufgegangen. Wir sollten Daten von großer Wichtigkeit für Zero Dawn extrahieren. Unsere Mission führte uns in die seltsame Babyklinik der Snobs in den Hügeln. Wozu braucht eine Superwaffe Infos über Embryonspeicher? Dafür wurden Soldaten, Zivilisten zu Biomasse-Slushies geschreddert. Biomasse-Slushies. Tolle Beschreibung. Nichts ergab irgendeinen Sinn, aber es war keine Zeit, tiefer zu graben. Der Schwarm fraß die Hügel um uns herum. Wir haben es wieder kaum erreicht. Die 4., 9. und 11. MEB haben einem Titan einen guten Kampf geliefert. Haben sicher nicht viele überlebt. Niemand konnte die Wahrheit wissen. Elizabeth wusste, es war der einzige Weg. Krass. Das heißt, hier ist irgendwo das Hollywood-Zeichen, ne? Oh, ich glaube, hier ist der Dude, ne? Bestimmt. Ah! Alles okay? Ich hab's ja geahnt. Alles okay, fragst du mich? Nee, ist nicht alles okay. Ich bin erschrocken. Wartungsbericht. Textprotokoll, Datenbeschädigung schwer. Daten beschädigt. Zum Zeichen hinaufgewandert. Und führte eine Untersuchung durch. Die Beschichtung ist einwandfrei. Habe die Nanit-Mischung an einer Ecke des zweiten L erneut, die offenbar war, oh Gott, ich muss noch mal kurz das L erneut, die offenbar beim ersten Anstrich übersehen wurde. Abgesehen davon gibt es keinerlei Anzeichen für Verwitterung oder Zerfall. Bis jetzt greifen die Schutzmaßnahmen genauso gut oder sogar besser als bei den Testoberflächen in Vegas. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, bewahrt das neue Zeug den Schriftzug bis ins nächste Daten beschädigt. Jahrtausend? Da ist auf jeden Fall der Schriftzug. Hollywood. Einst wurde es Land der Träume genannt. Traum ist wohl vorbei. Achso, was habt ihr aber recht? Ich dachte, vielleicht bringt das ja irgendwas hervor. Naja, hätte ja sein können. Ah, cool gemacht. Dass sie solche Sachen eingebaut haben. Wo ist es da? Hollywood. Oh, was ist hier los? Das muss sein. Ich lasse das lieber.
Oh, was kühlt der? Tja, wie versprochen, sind wir nochmal zum Hollywood-Zeichen gekommen. Naja, immerhin, ist doch cool. Ah, so. Aber ich glaube, hier wird wahrscheinlich so ein bisschen Endkampf sein. Könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Himmelsruhe. Da scheint der Dude sich zu verstecken. Jetzt mal annehmen. Gut, wir gehen mal zurück und machen die Hauptstory mal wieder ein Stückchen weiter. Aber davor mache ich eine ganz kurze Pause. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.